Oh. Fangen wir mal an. Wir fangen heute mit der Übung an. Wir haben jetzt die letzten zwei Termine oder drei eine Menge über Flows gesehen und wollen uns, das war aber irgendwie alles immer nur Algorithmen, Definitionen und weiter geht's. Und heute wollen wir uns ein bisschen genauer angucken, das, was wir bisher gesehen haben. Und in der zweiten Hälfte geht es dann weiter mit Preflow Push, womit dann vielleicht heute, vielleicht auch erst morgen dann abgeschlossen wird. So, also, wie gesagt, heute nochmal Flows. Zum einen mal Fort Falkerson, wo wir uns ja solche erhöhenden Pfade in Residualgraphen angeguckt haben. Das wollen wir uns nochmal ein bisschen angucken, wie das genau funktioniert hat, wie da dieser Residualgraph aufgebaut ist, warum und so weiter. Dann gab es dieses Max-Flow-Min-Cut-Theorem, was man auch benutzt hat für den Beweis zum Fort Falkerson. Das gucken wir uns auch mal an und dann gucken wir uns an, wie dieser DNIT-Algorithmus nochmal genau funktioniert. Also Fort Falkerson, das war ein Algorithmus, der hat sich diesen Graphen genommen und hat jetzt geguckt, okay, gibt es in diesem Graphen einen Pfad von S nach T, also S ist da links an der Seite, also unten links, T ist ganz rechts, erkennt man daran, dass das eine nur eingehende, das andere nur ausgehende Kanten hat. Und wir haben darin jetzt einen Pfad gesucht, der noch nicht saturiert war, also wo auf den Kanten noch Kapazität frei war. Und haben dann darüber neuen Flow gepusht. Und dann haben wir uns irgendwie diesen Graphen so modifiziert, dass wir da weiter erhöhende Flüsse drin gefunden haben. Das hat jetzt also so funktioniert. Wir haben jetzt irgendwie hier als erstes mal diesen grünen Pfad gefunden. Und da haben wir uns jetzt angeguckt, wie viel Flow können wir da drüber pushen. Naja, über die erste Kante könnten wir 10 pushen. Pushen sagt man eigentlich darin gar nicht. Also wir könnten 10 Fluss darüber laufen lassen. Aber auf der zweiten Kante, da gehen halt nur 5 rüber. Also schicken wir über diesen ganzen Pfad 5 Fluss. So, und dann finden wir vielleicht als nächstes diesen Pfad, weil die erste Kante da vorne, da ist ja noch was frei. Das heißt also, da kann noch Fluss drüber laufen. Und da oben rum finden wir irgendwie nochmal einen Pfad. Und da geht überall 5 Fluss rüber, schicken wir da drüber. Jetzt kommt eigentlich der Punkt, an dem es interessant wird. Weil auf diesem Graphen jetzt direkt finden wir keinen Pfad mehr von S nach T, mit wo irgendwie alle Kanten noch nicht voll saturiert sind. Und trotzdem ist das aber noch kein maximaler Fluss, ja, da geht noch mehr. Und was wir machen ist, wir finden diesen Pfad hier. Und das Interessante ist jetzt halt diese Stelle, wo die blaue und die rote Kante da. Ja, also über diese Kante geht einmal irgendwie dieser blaue und einmal dieser rote Pfad. Und was wir uns dabei überlegen, ist halt irgendwie, okay, wir waren jetzt also oben an diesem oberen Knoten über den blauen Pfad und da ist irgendwie Fluss angekommen und es fließt wieder Fluss weg. Und wir überlegen uns jetzt, ja, okay, aber wir könnten diesen Fluss ja auch einfach über diesen roten Pfad da lang schicken und diese blaue Kante sozusagen überspringen. Und das ist genau das, was wir tun. Also, wenn wir irgendwie hier unseren Pfad da haben, diesen blauen und den roten, und da soll jetzt Fluss langlaufen, das ist in diesem Fall jetzt halt alles mal 5, der Einfachheit halber, dann können wir genauso gut einfach diese rot-blaue Kante rausnehmen aus unserem Fluss und den Fluss einfach umleiten, ja. Und dann geht da oben halt der Fluss, der vorher über rot reingekommen ist, kommt jetzt halt über blau rein und unten genau andersrum. So, das heißt, dann sieht unser Fluss jetzt am Ende so aus und jetzt sehen wir, ja gut, alle ausgehenden Kanten von S sind saturiert und außerdem sind auch noch alle eingehenden Kanten von T saturiert, also da geht auf keinen Fall mehr Fluss rüber. Und wie wir das Ganze jetzt irgendwie anders formuliert können als, ja, wir können hier irgendwie diese Kante jetzt wegschmeißen und dann kompliziert irgendwie diesen Fluss umleiten, haben wir uns dieses Residualnetzwerk, diesen Residualgraphen definiert. Und der ist im Grunde genommen dafür da, erstens mal zu verwalten, wie viel Platz ist noch auf den Kanten, also wie viel Fluss kann ich da noch rüberschicken. Und außerdem dieses Konzept, dass wir diese Gegenflüsse haben können, also dass wir den Fluss so umleiten können, dass wir über eine Kante jetzt nur noch weniger Fluss schicken müssen, weil der Fluss zu diesen Knoten irgendwo anders herkommt. Das heißt, was wir darin haben, ist, wir haben erstmal die Kanten, die unser normaler Graph hat, mit der Restkapazität, also die Kapazität dieser Kante minus den Fluss, der da gerade drüber läuft. Und außerdem haben wir auch noch zu jeder Kante eine umgekehrte Kante,
Und die Kapazität dieser Kante ist genau der Fluss, der gerade in der Originalrichtung läuft. Also in dem Beispiel hier vorne wäre also die blaue Kante, also die Kante, wo dieser blaue Fluss dann nach oben läuft, hätte jetzt im Residualnetzwerk eine Kante in die Gegenrichtung und da läuft jetzt, also da haben wir eine Kapazität von 5. So. Genau, und außerdem, damit wir unsere Pfade vernünftig darin finden können, entfernen wir alle Kanten, die Gewicht 0 haben, weil die bringen uns gar nichts. Da können wir keinen Fluss drüber schicken. Genau, und außerdem, so ein Fluss kann jetzt also, wir suchen uns jetzt solche erhöhenden Pfade in diesem Netzwerk und der Fluss kann jetzt halt sowohl Kanten E als auch Kanten E Reverse hier benutzen, also sowohl Kanten des Originalgraphs als auch Kanten, die nur im Residualgraph vorhanden sind. Und wenn so eine Kante aber, wenn wir über so eine Kante Fluss schicken, dann müssen wir halt aber beide Kanten updaten, ja? Also die Originalkante, da müssen wir die Kapazität im Residualgraphen updaten, weil da jetzt mehr Fluss drüber läuft. Wenn wir über so eine Originalkante was rübergeschickt haben, da läuft jetzt mehr Fluss drüber, also müssen wir dieses CF da oben für E updaten und außerdem das CF von E benutzt auch irgendwie den Fluss, also das müssen wir auch updaten, ja? Also wir sind jetzt irgendwie in einem Fall, wir müssen jedes Mal, wenn wir Fluss über eine Kante schicken, von zwei Kanten ab. So, das heißt, wenn wir jetzt hier diesen Graphen haben, der grüne und der blaue durchgezogene Pfad da, ist das, was wir vorher auch hatten. Und jetzt haben wir diese Rückwärtskanten überall. Pfad, diesen roten Pfad. Wenn wir uns diesen Graphen angucken, dann ist das jetzt nicht mehr so ein komischer Pfad, der irgendwie eine Kante benutzt in die entgegengesetzte Richtung oder sowas, sondern das hier ist jetzt ein ganz normaler Pfad, der halt von diesem mittleren oben, von diesem Knoten in der Mitte oben zu dem ganz in der Mitte, diese blaue Kante benutzt, wo 0 von 5 dran steht. Ja, da haben wir jetzt also einen ganz normalen erhöhenden Pfad in diesem Graphen gefunden. Und was wir jetzt machen ist, wir updaten diese ganzen Kanten. Das heißt, wir haben diese vorher blaue durchgezogene Kante, die haben wir jetzt gestrichen eingezeichnet, weil da läuft jetzt 5 von 5 drüber. Das heißt, es ist eine Kante, die jetzt noch Kapazitäten 0 im Residualgraphen hat. Und dafür ist die Kante von unten nach oben wieder durchgezogen, weil die mussten wir auch gerade updaten. Ja? Also die Kante links hat jetzt eine Residualkapazität von 0, die Kante rechts, also die schwarze, hat eine Residualkapazität von 5. So, das heißt, das ist jetzt unser neuer Graph, auf dem wir jetzt weitermachen können. Was jetzt aber noch fehlt, ist, wir müssen jetzt auch noch neue Kanten einziehen. Das heißt, wir haben jetzt bisher in diesem Bild sind jetzt die alten Kanten, deren Kapazitäten sind jetzt geupdatet. Und was wir jetzt noch machen, ist, wir müssen noch neue Kanten einfügen. Nämlich überall hier, wo jetzt Fluss drüber läuft, wo vorher kein Fluss lang gelaufen ist. Das heißt, wir haben jetzt von der Quelle zu dem Knoten unten, haben wir eine Residualkante mit Kapazität 5. Gut, gibt es zu diesem ganzen Konzept Residualgraph, ist das klar? Gut. Dann Max Flow Min Cut, das hat man irgendwie gebraucht, um zu zeigen, dass der Fluss den Fort Falkersen berechnet maximal ist. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier, wir haben jetzt so einen Graphen, grün ist die Quelle, rot ist die Senke, und da laufen jetzt unten in der Mitte und oben laufen. Sehen wir irgendwie so Wege der Länge 1 und dann laufen irgendwie noch ganz viele Kanten mit Kapazität 100 wieder zurück. Und was wir jetzt aber erkennen ist, naja, also irgendwie der maximale Fluss hierin ist relativ klar, ja, das ist 3. Über die Kanten, die Kapazität 1 geht, läuft auch jeweils ein Fluss und zurück läuft gar nichts. Und genauso definieren wir uns auch so einen Schnitt. Ein ST-Schnitt ist also ein Schnitt, der den Graphen in zwei Knotenmengen aufteilt. In der einen Knotenmenge ist S und vielleicht noch andere Knoten, in der anderen Knotenmenge ist T und vielleicht auch noch ein paar andere Knoten. Und so einem Schnitt weisen wir einen Wert zu und dieser Wert ist einfach die Kapazität aller Kanten, die von der Menge S in die Menge T verlaufen. Das heißt, hier nur die Kanten mit Gewicht 1 auf der linken Seite, nur die zählen in diesen Schnitt mit rein, nicht die Kanten mit Gewicht 100 in die andere Richtung. Und was wir jetzt sehen ist, okay, also S und T werden offensichtlich durch alle möglichen Schnitte getrennt, die wir in diesem Graphen finden können. Und wenn wir jetzt einen Fluss auf diesem Netzwerk finden wollen,
dann muss dieser Fluss irgendwie über diesen Schnitt rüber, ja? Also der gesamte Fluss, der von S nach T läuft, muss irgendwie Kanten in diesem Schnitt benutzen. Und was wir dann gezeigt haben, ist, dass er insbesondere einfach alle Kanten, die, also wenn wir einen minimalen Schnitt haben, müssen alle Kanten, die von S nach T laufen, voll saturiert sein und alle Kanten, die von T zurück nach S laufen, da darf gar kein Fluss drüber laufen. Und was wir dann irgendwie gezeigt haben, war, dass ein maximaler Fluss und ein minimaler ST-Cut, also ein maximaler ST-Fluss und ein minimaler ST-Cut, haben den gleichen Wert. Genau, ja, also in die eine Richtung ist das auch relativ easy zu sehen, wenn wir irgendwie diese Erkenntnis haben, dass alle Kanten, die von S nach T laufen, voll saturiert sein müssen. Naja, dann bedeutet das, dass wenn wir irgendwie den kleinsten möglichen Schnitt haben, dann muss irgendwie aller Fluss darüber laufen. Und das heißt also, mehr Fluss kann da auch gar nicht drüber laufen, ja. Das heißt, das ist irgendwie dann, damit können wir also sagen, wenn wir irgendwie einen Fluss mit einem Wert haben und einen minimalen Cut haben, und dieser Fluss und dieser minimale Cut haben den gleichen Wert, dann wissen wir auch, unser Fluss ist maximal. Und noch, vielleicht nochmal, achso, ja, das hier ist irgendwie nochmal, okay, das sind nur diese drei Kanten, die von S nach T laufen, und wir wollen halt nur darüber Fluss schicken. Genau, und vielleicht nochmal irgendwie eine andere Sichtweise, wie man irgendwie dieses Min-Cut-Max-Flow-Theorem benutzen kann, ist, wenn wir uns die Werte von allen möglichen Flows in diesem Graphen angucken und die Werte von allen möglichen Cuts, dann treffen die sich irgendwie in der Mitte, ja? Also der minimale Cut und der maximale Flow haben den gleichen Wert, alle anderen Flows sind kleiner, alle anderen Cuts sind größer. Also irgendwie, nur um sich nochmal klar zu machen, dass wenn ich jetzt irgendwie ich kann keinen größeren Flow finden als das, weil ich habe ja bewiesen, dass der maximale Flow nur den Wert des minimalen Cuts hat. Das heißt, irgendwie dieser Flow, der irgendwie den Wert dieses roten Pfeils hier hat, den kann es gar nicht geben. Und genauso in die andere Richtung. Also es kann gar keinen kleineren Cut geben, weil ich habe ja bewiesen, dass der minimale Cut den gleichen Wert hat wie der maximale Flow. Na, das heißt also, wenn ich so einen großen Fluss gefunden habe, kann es gar keinen kleineren Cut geben. Das heißt also, wenn ich einen Flow und einen Cut mit gleichem Wert gefunden habe, dann weiß ich, der Cut ist minimal und der Flow ist maximal. Dann machen wir weiter mit dem Algorithmus von Dienitz. Der Algorithmus von Dienitz, der sollte jetzt irgendwie fixen, dass dieser Ford-Falkassen-Algorithmus, Beispiel, dass wir irgendwie eine Kante von 1 in der Mitte hatten und dann irgendwie immer abwechselnd da Fluss im Residualgraphen hin und her geschickt haben und sich der Fluss jedes Mal nur um 1 erhöht hat und wir wollten bis 100 hoch oder sowas. Und das hat dann ewig gedauert. Und der Dienitz-Algorithmus kann genau das fixen. Das heißt, jetzt haben wir eine Laufzeit, die gar nicht mehr von unserem maximalen Fluss abhängig ist. Was wir dazu machen ist, wir bauen uns so einen Layered-Graphen auf. Und das heißt, wenn wir jetzt so ein Residualnetzwerk haben, dann starten wir eine Rückwärtsbreitensuche von T aus, um rauszufinden, wie weit sind alle Knoten von T entfernt. Das heißt, wir fangen jetzt irgendwie hier an. Knoten T ist offensichtlich 0 von T entfernt. Und jetzt gehen wir alle Kanten, die von zu T eingehen, gehen wir rückwärts und schreiben dran, okay, die sind 1 von T entfernt. Und jetzt gehen wir alle Kanten von Layer 1 aus, rückwärts. Das sind diese Kanten. Ja, und jetzt schreiben wir uns halt an alle Kanten, die noch kein Label haben, an alle Knoten, die noch kein Label dran haben, die zu diesen Kanten inzident sind, schreiben wir jetzt eine 2 dran, weil die sind jetzt Distanz 2 von unserem Knoten T entfernt. Ja, das war eine simple Breitensuche. Wir sind erstmal alle ausgehenden Kanten von Layer 0 ausgegangen, dann alle ausgehenden oder eingehenden Kanten von Layer 1 aus. Das ist eine simple Breitensuche und wir haben da dann unsere Distanzen dran geschrieben. Genau, und was wir jetzt machen ist, wir betrachten uns jetzt nur noch Kanten, die von einem höheren Layer in das nächst kleinere Layer laufen. So, das heißt, wir haben jetzt einen Graphen, in dem wir uns nur noch kürzeste Wege zu T angucken. Also alle Kanten, die in diesem Graphen noch vorhanden sind, sind auf einem kürzesten Weg von einem Knoten zu T. Ja, formal ist das hier irgendwie, okay, wir haben alle Kanten aus dem Originalgraphen, auf denen noch Kapazität frei ist, und bei denen
wie der erste Knoten, das Label vom ersten Knoten gleich dem Label vom zweiten Knoten ist. Und außerdem das gleiche nochmal für die Rückwärtskanten, also alle Rückwärtskanten im Residualgraphen, das heißt also genau die, wo der Fluss größer 0 ist, weil wir ja gar keine Kapazität Nullkanten haben, bei denen das Label vom ersten Knoten gleich das Label vom zweiten Knoten plus 1 ist. Gut, und diese beiden Kantenmengen vereinigen wir und dann haben wir unsere Kantenmenge für unseren Layered-Graph. Und auf diesen berechnen wir jetzt blockierende Flüsse. Und ein blockierender Fluss ist definiert als ein Fluss, sodass wir keinen weiteren Fluss mehr über diesen Graphen, also keinen weiteren erhöhenden Fluss in unserem Graphen mehr finden können. Und hierbei jetzt aber explizit nicht im Residualgraphen, ja, sondern in dem Graphen, in diesem Layered-Graphen, können wir keinen erhöhenden Fluss mehr finden. Das bedeutet, der muss jetzt auch nicht mehr irgendwie der maximale Fluss sein, ja. Das war ja unser Beispiel von vorhin. Da hatten wir auch einen Graphen, da ging gar kein Fluss mehr drüber, aber im Residualgraphen konnten wir noch was Höheres finden, aber das machen wir jetzt explizit nicht. So, das heißt, das können wir uns jetzt berechnen. Und zwar, habe ich hier noch was? Nee, genau, das haben wir alles. So, ja. Gut, also hier ist jetzt ein Fluss eingezeichnet. Und wir gucken uns jetzt mal alle möglichen Pfade an, die es in diesem Graphen gibt. Das sind zum Glück nicht so viele. Und wir sehen jetzt, okay, dieser obere eingezeichnete Pfad hier, das ist diese Kante, auf der schon ein von einem Fluss ist. Das heißt, gut, dieser Pfad ist nicht erhöht. Der nächste Pfad hier drin, da sind sogar alle Kanten schon voll belegt, auch nicht erhöht. Hier haben wir auch zwei Kanten, die schon voll belegt sind. Hier haben wir alle Kanten voll belegt. Und hier ist nur die ganz letzte Kante voll belegt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Fluss gefunden, den wir nicht mehr erhöhen können. Zumindest nicht in diesem Originalgraph. Und wie wir den berechnen, das ist so eine Art Tiefensuche, allerdings ein bisschen anders formuliert. Wir löschen uns da irgendwie Kanten raus und so. Wie genau das jetzt funktioniert, gucken wir uns jetzt mal an einem Beispiel an. Wir haben ja drei Operationen. Extend, das ist im Grunde genommen, wir bewegen uns ein Stückchen näher zu T. Dann haben wir Retreat. Das bedeutet, das machen wir, wenn wir irgendwie eine Sackgasse gefunden haben. Also wir sind irgendwie bei einem Knoten angekommen und wissen, von diesem Knoten aus können wir gar nicht mehr zu T kommen. Und dann haben wir ein Breakthrough. Das bedeutet, wir haben einen Pfad von S nach T gefunden. Wir fangen jetzt immer eine Breitensuche an bei eine Tiefensuche. Diesen tiefensuchartigen Algorithmus fangen wir an bei Knoten S. Und angenommen, wir wären jetzt in so einem Zustand hier, wir sind gerade, haben unseren Pfad zu dem Knoten D gefunden und wollen jetzt weitergehen. Wir wissen, jede von den Kanten, die von D ausgehen, bringen uns einen Schritt näher zu D, zu T. Ja? Das ist gleich wichtig für die Analyse dazu. Was wir jetzt als erstes mal machen, wir gehen jetzt irgendwie erstmal diese Kante, na, die jetzt halt eingefärbt ist, ja. Die geht zu diesem Knoten, der ist jetzt im Layer D-1, also 1 näher an T. Und daran sind jetzt andere Kanten, ja, eine eingehende, eine ausgehende, aber die haben wir schon gelöscht. Das Durchgestrichene heißt, die haben wir irgendwie im Laufe unseres Algorithmus mit so einem Retreat oder einem Breakthrough, wenn ihr da reinguckt in die Beschreibung, die löschen beide irgendwelche Kanten. Also diese beiden Kanten sind schon gelöscht. Das heißt, dieser Knoten hat gar keine ausgehende Kante mehr. Das heißt, er bringt uns nichts mehr. Wir sind in der Sackgasse. Wenn wir an diesem Knoten angekommen sind, können wir nicht mehr zu T kommen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir gehen wieder zurück zum Knoten, wo wir vorher waren. Also, gut, wir gehen wieder zurück zum Knoten, wo wir vorher waren und löschen diese Kante. Die bringt uns nichts. Immer wenn wir die Kante benutzen, sind wir bei diesem Knoten und von diesem Knoten aus können wir nicht mehr zu T kommen. Also weg damit. Und jetzt gehen wir die nächste Kante. So, diese hier sind jetzt wieder bei einem Knoten, der um 1 näher an T dran ist. Und gut, da gibt es eine weitere ausgehende Kante, die nehmen wir mal und hier sind wir bei T angekommen. Super. Das heißt, wir haben jetzt einen Pfad gefunden von S nach T, weil unsere Tiefensuche hat bei S angefangen und wir sind irgendwann bei T angekommen. Super. Jetzt wollen wir da überall Fluss drüber schicken. Das machen wir, ja, wie viel Fluss können wir da drüber schicken? Ja, wahrscheinlich 1, es sei denn, weiter hinten ist irgendwie noch was Kleineres, aber wir gucken uns gerade erstmal nur Integer Capacities an. Also können wir hier einen Fluss von 1 drüber schicken.
Und was wir jetzt noch machen, ist, wir löschen alle Kanten, die jetzt voll saturiert sind. Weil wir haben ja gesagt, um diese Blocking Flows zu berechnen, betrachten wir uns gar nicht diesen Residualgraphen. Wir können keine Rückflüsse machen oder sowas. Also diese Kante werden wir nie wieder brauchen. Die ist jetzt voll saturiert. Da kann man nichts mehr machen. Also weg damit. Und danach fangen wir wieder bei S an und finden einen neuen solchen Pfad, bis wir irgendwann keinen Pfad mehr finden können. So, was ist jetzt die Laufzeit von dem Ding? Wir haben diese Operation, wir haben Breakthrough, Retreat und Extend und wollen jetzt irgendwie mal abschätzen, wie oft müssen wir jede dieser Operationen machen und wie lange dauert eine dieser Operationen. So, als erstes mal, die Anzahl von Breakthroughs ist kleiner gleich m. Warum ist das so? Naja, weil wir bei jedem Breakthrough werden wir eine Kante saturieren. Also eine Kante wird voll ausgenutzt sein und wird dann aus dem Graphen entfernt. Das heißt also, wenn wir m Kanten in unserem Graphen haben, können wir nicht mehr als m Breakthroughs haben, weil da sind keine Kanten mehr übrig. Ja? Nach m Breakthroughs gibt es keine Kante mehr im Graphen. Das heißt, dann kann auch kein Pfad von S nach T mehr gefunden werden. Und außerdem, wie lange dauert so ein Breakthrough? Naja, wir müssen irgendwie alle Kanten, die saturiert sind auf unserem Pfad, müssen wir aus dem Graphen entfernen. Und wie lang kann ein Pfad maximal sein? Ja, okay, n, ja. Also ein Pfad von S nach T kann maximal n Kanten lang sein oder n minus 1 Kanten lang, ein kürzester Pfad. Weil ansonsten haben wir irgendwo einen Zyklus drin oder sowas. Gut, also wir müssen maximal n Kanten löschen, wir haben maximal m Breakthroughs. Super. Retreat können wir auch maximal m mal machen. Ein Retreat war definiert als, wenn wir einen Retreat machen, löschen wir die Kante, über die wir den Retreat gemacht haben. Das heißt also, jedes Retreat löscht eine Kante, das geht in O von 1 und wenn wir keine Kanten mehr da haben, also nach m Retreats, sind wir auch auf jeden Fall fertig, dann können wir keine weiteren Retreats mehr machen. Und die Extents sind ein bisschen komplizierter. Also wie analysieren wir die? Also entweder wir machen einen Extent, wenn wir danach direkt einen Retreat machen. Das heißt also, für jedes Retreat haben wir eine Extent gemacht. Also können wir auf jeden Fall mal sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall mindestens so viele Extents machen, wie wir Retreats gemacht haben. Und außerdem müssen wir für jeden Breakthrough haben wir einen Pfad der Länge maximal n gefunden. Das heißt also, wir müssen jedes Mal, also für einen Breakthrough mussten wir maximal n Extents machen. Minus die ganzen Retreats, die wir gemacht haben, die haben wir schon eingerechnet. Also, die Anzahl der Extents, die wir machen, sind die Anzahl der Retreats, also immer wenn wir eine Sackgasse gefunden haben, plus die Anzahl der Extents, die wir gebraucht haben, um wirklich einen Pfad von S nach T zu finden. Genau, und die Laufzeit von so einem Extent ist offensichtlich in O von 1, ja, also gehe eine Kante lang und dann sind wir beim nächsten Knoten. Gut, also jetzt gucken wir uns mal alle Laufzeiten, die wir hier haben, an. Breakthrough sind m Stück und Laufzeit n, das heißt, hier haben wir irgendwie ein m mal n. Retreats sind einfach nur m mal O von 1, also m. Die Extents, ja, wie viele Extents müssen wir machen? N mal Anzahl Breakthroughs, die Anzahl Breakthroughs ist durch m begrenzt. Retreats sind weniger, also sind auch m, ja, also haben wir auch hier ein n mal m, also insgesamt eine Laufzeit in O von n mal m, um einen blockierenden Fluss zu finden. Wir sind jetzt noch nicht fertig, ja. Jetzt bin ich so weit gegangen, so. Wir müssen mehrere Phasen davon machen. Das heißt, in jeder Phase müssen wir so einen blockierenden Fluss finden. Und um den blockierenden Fluss zu finden auf diesem Layered-Graphen, müssen wir uns erstmal den Layered-Graphen konstruieren. Layered-Graph konstruieren war so eine einfache Breitensuche, die läuft in n plus m. Gut, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie Anzahl Phasen mal n mal m Laufzeit aufbringen. Weil n mal m dominiert, das ist n plus m. Und was man jetzt auch zeigen kann, das machen wir aber hier nicht, das ist ein bisschen aufwendiger, ist, dass wir maximal n Phasen haben. Weil die Idee dabei war, nach jeder Phase ist das Label, was an unserer Quelle steht, am Knoten S, um 1 erhöht. Weil wir irgendwie die kürzesten Wege haben wir im Grunde genommen rausgelöscht. Irgendwie so ungefähr. Das heißt, jedes Mal haben wir das Label von S um mindestens 1 erhöht.
Und da ein kürzester Weg maximal Länge n haben kann, sind wir auf jeden Fall fertig, sobald s, s das Label n hat oder n plus 1. Ja, weil dann hat irgendwie s eine Distanz zu t, die größer ist, als überhaupt möglich ist. Also dann kann es gar keine Wege mehr geben von s zu t. Gut, das heißt also, wir haben Anzahl Phasen maximal n, Laufzeit pro Phase n mal n, also eine Gesamtlaufzeit von n Quadrat mal m. Und wenn wir jetzt aber einen Graphen haben, wie eigentlich unser Beispielgraph vorher war, ja, den wir am Anfang hatten, wo wir uns das Layered, diesen Layered-Graphen aufgebaut haben, wir haben eine bessere Laufzeit, wenn wir Unit Capacities haben. Also jede Kapazität von jeder Kante im Graphen ist genau 1. Dann können wir nämlich unsere Analyse für unseren, um diesen Blocking Flow zu finden, können wir jetzt verbessern. Weil jedes Retreat löscht sowieso alle, die beteiligte Kante, aber auch jeder Breakthrough löscht alle Kanten auf dem Pfad. Weil jeder Breakthrough wird einen Fluss von 1 über diesen Pfad schicken und jede Kante auf diesem Pfad hat auch nur Kapazität 1. Das heißt, dieser gesamte Pfad ist weg. So, das heißt also, immer wenn wir einen Extent machen, wird dieser Extent wird ja entweder in einem Retreat rauslaufen, dann wird die Kante gelöscht, oder wenn wir einen Extent, oder es wird irgendwie am Ende zu einem Breakthrough rauslaufen, dann wird diese Kante auch gelöscht. Das heißt also, wir müssen insgesamt nur m Extents machen, jeweils O von 1 Kosten. Das heißt, wir haben jetzt auch nur noch Laufzeit in O von m, ja, plus n, wir müssen uns die Knoten halt irgendwie mal angucken. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, wir müssen uns angucken, wie viele Phasen brauchen wir denn jetzt noch, um das fertig zu machen. Ja, wir wissen jetzt, okay, eine Phase läuft schon mal schneller als mit in allgemeinen Netzwerken. Und jetzt müssen wir, können wir, gucken wir uns noch an, wie viele Phasen müssen wir denn überhaupt machen, weil das sind auch weniger als vorher. Nach Wurzel m Phasen können wir sagen, jeder Graph hat mindestens Wurzel m Layer. Das kommt aus diesem, genau aus diesem Lemma, was man vorher benutzt hat. Das Label von S erhöht sich um mindestens 1. Das heißt, nach Wurzel m Phasen hat S mindestens Layer Wurzel m. So, wir haben insgesamt in unserem Graphen m Kanten. Das heißt, im Durchschnitt hat jedes Layer einen Ausgangsgrad von maximal m durch Wurzel m. Und das heißt insbesondere, ja, also ich meine, das muss nicht genau gleichmäßig aufgeteilt haben, aufgeteilt sein. Manche Layer können mehr Kanten haben, manche Layer können weniger Kanten haben. Aber was auf jeden Fall sein muss, ist, es gibt ein Layer, was höchstens Wurzel m Kanten hat. Zum nächsten Layer, ja. Also alle Kanten darin sind immer zum nächsten Layer. So, und das heißt, ja, ich glaube, Moment, genau. Das heißt also, hier haben wir jetzt irgendwie unsere Aufteilung, ja. Von dieser, diesem Layer da oben, das sind ungefähr m durch Wurzel m. Und sagen wir, wir haben jetzt ein Layer gefunden, das hat kleiner gleich m durch Wurzel m Kanten. M durch Wurzel m ist Wurzel m. Nur um das nochmal, damit da keine Verwirrung oben herrscht. Also wir haben jetzt irgendwie dieses eine Layer, genau, haben wir hier eingezeichnet, da laufen irgendwie kleiner gleich m durch Wurzel m, also gleich Wurzel m Kanten. Und was wir jetzt sagen können ist, induziert einen Schritt im Residualgraphen. Ah genau, das heißt, wir haben jetzt einen Schnitt gefunden, der Größe kleiner gleich Wurzel m. Und wir wissen, der maximale Flow hat einen, also hat einen Flusswert von maximal, also hat einen Flusswert, der maximal so groß ist wie das, was irgendein Schnitt, den wir im Graphen finden können. Weil der Fluss muss immer über diesen Schnitt rüber. Also über diese maximal Wurzel m Kanten muss der Fluss rüber. Außerdem wissen wir, in jeder Phase erhöhen wir den aktuellen Fluss um mindestens 1. Das heißt also, nach Wurzel m Phasen müssen wir fertig sein. Wir wissen, der Fluss kann maximal Wurzel m größer werden. Wir wissen, jedes Mal erhöhen wir den Fluss um mindestens 1, also gibt es maximal Wurzel m Phasen. Gut, also zusätzlich Wurzel m Phasen. Wir sind davon ausgegangen, dass wir vorher Wurzel m Phasen gemacht haben. Das sind 2 Wurzel m, das interessiert uns nicht. Na gut, das heißt, wir haben einfach O von Wurzel m Phasen. Jede Phase hat nur noch diese Laufzeit von m plus n. Das heißt, wir haben jetzt eine viel bessere Gesamtlaufzeit, wenn wir uns nur Graphen angucken, in denen jede Kapazität 1 ist. Was in einigen Anwendungen natürlich auch der Fall sein kann. Ja? Flussnetzwerke können aus allen möglichen Anwendungen kommen. Ich glaube,
kommt auch gleich nochmal ein Beispiel. Bin mir gerade nicht sicher, ob gleich nochmal ein Beispiel kommt. Genau, das heißt also, wenn wir so ein Netzwerk haben, wo alle Kapazitäten gleich 1 sind, dann funktioniert dieser DNIT-Algorithmus deutlich besser als für allgemeine Graphen. Genau, so. Das heißt, das hätten wir noch auch. Feierabend stimmt nicht, weil es kommt Vorlesung. Genau, dann machen wir hier in der Vorlesung weiter. Das war hier gerade eine Übung, was wir hier noch am Schluss nochmal gemacht haben. Diese Komplexität von n plus m mal Wurzel m haben wir da einmal gehabt und dann haben wir noch in der Vorlesung einmal gesehen, dass mit der gleichen Technik, die man jetzt quasi hier verwendet hat, dass man für Graphen, wo dieser Ausgangsgrad maximal, also das Minimum zwischen Ausgangsgrad und wo war das? Genau hier, das Minimum aus Ausgangsgrad und Eingangsgrad, wenn das gleich 1 ist, ja, dann kann man das auch so mit so einem Schichtgraph machen und dann nach Wurzel n abbrechen, ja, und dann kommt man hier zu diesem Ergebnis, ja. Genau, das haben wir jetzt aber hier dann nicht wiederholt. Und dann sind wir letzte Woche sind wir dann eingestiegen mit Free Flow Push. Das war jetzt eine andere Art, den Fluss zu berechnen. Und genau, und da kommen wir dann auf n Quadrat mal m. Und wenn man da quasi spezielle Strategie anwendet, dann wird man da noch besser, und zwar n Quadrat mal Wurzel m. Genau, und das machen wir heute. So, genau. Free Flow Push, da ist es ein bisschen anders mit der Erhaltung von dem Fluss. Also in Ford Falkerson, DINITZ und Edmund Karp, diese ganze Varianten von Ford Falkerson, da war das so, dass wir quasi immer angenommen haben, dass das erstmal was reinfließt in Noten, dass das auch wieder rausfließt, außer für Quelle und Senke. Und das muss natürlich gelten für einen Fluss. Am Ende dann, wenn der Algorithmus terminiert, ja, aber bei dem Preflow-Push-Algorithmus, da relaxiert man diese Bedingung und man nimmt quasi nur an, erstmal, dass mehr reinfließt, wie rausfließt. Ja, oder ja, das heißt, dieser Exzesswert, der soll positiv sein und naja, genau, dann haben wir irgendwie so eine Definition gehabt und zwar heißen Knoten aktiv, wenn da quasi noch mehr reinflossen ist, wie schon abflossen ist. Ja? So, und dann gibt es bei zwei Operationen, die in dem Algorithmus wichtig sind. Einmal die Push-Operation, da ist eine Kante gegeben von einem Knoten, der aktiv ist, ja, V, und dann fließt da Fluss der Menge Delta, fließt da über diese Kante zum anderen Knoten. Ja. Und zwar natürlich so, dass also die Kapazität natürlich kleiner ist, also dieses Delta muss kleiner sein als die Restkapazität auf dieser Kante. Ja, und wenn man das macht, dann nimmt der Exzess, das zu viel, das da quasi in dem Knoten drin ist, V, nimmt natürlich dann ab, entsprechend um das Delta in dem Knoten, der den Fluss erhält. Da wird es dann inkrementiert, ja, und dann je nachdem, ob das jetzt quasi eine Kante ist, die im Originalgraph schon drin ist oder erst im Residualgraph nur drin ist, ja, wird dann der Fluss jeweils erhöht oder erniedrigt. Ja. So, genau. Und genau, dann haben wir Definitionen gehabt oder Invarianten, da wollen wir quasi jetzt heute zeigen, dass die der ganze Ausführung vom Algorithmus gelten. Ja. Erstmal hat man da auch wieder so, wie bei DINITZ Algorithmus, hat man quasi so eine Distanzfunktion oder eine Höhenfunktion. So kann man das auch interpretieren, dass das quasi eine Höhe ist. Und Fluss kann man quasi nur schicken vom Knoten der V. Also wenn ich Fluss von V nach W schicke, dann muss W ein niedriges Level haben als V. Ja, echt nieder. Ja, also echt kleiner. Okay, genau. Und das ist dann die Distanz in dem Restnetzwerk von V zu dieser Senke. Ja. So. Und anfangs legt man aber fest, dass diese Distanzfunktion zu der Senke, die ist dann als 0 definiert und mit der Initialisierung von dem Algorithmus
hebt man dieses Niveau oder diese Höhe von der Quelle auf n und schiebt so viel Fluss da rein, wie es maximal möglich ist, durch die Kantengewichte von den Ausgängenkanten. Ja, also es sind hier die ersten drei Zeilen. Ja, so. Und genau, das Niveau von, oder ja, die Höhe von allen Noten am Anfang ist 0, außer die Quelle, die ist n. So. Genau. Und was wir jetzt machen werden, jetzt wollen wir erstmal nachweisen, dass es während dem Algorithmus so ist, dass es keine Steep Edges gibt. Ja, das sind Kanten, wo die Distanz mindestens zwei kleiner ist, oder mindestens zwei kleiner ist, als wenn ich von V nach W was schicke, dann ist das Niveau von W mindestens zwei kleiner als das Niveau von V. Ja, das ist eine Steep Edge. Genau, und dann klassifizieren wir es folgendermaßen: da gibt es Downward, heißt einfach, dass das Niveau von W kleiner ist als das Niveau von V. Horizontal, ja, meint einfach, dass es auf der gleichen Ebene ist. Und Upward, aber genau das Gegenteil. Ja. So, und dann, genau, dann gibt es eine zweite Operation, das ist die Relabel-Operation. Die erhöht einfach das Niveau von einem Noten. So, genau. Und jetzt wechsle ich auf den Visualizer und mache das dann auf dem Papier. Den Beweis, dass die Invarianten gelten während der Ausführung vom Algorithmus. Ja, dazu habe ich mir den Algorithmus habe ich noch einmal verkleinerte Form. So, zack. Und genau. Das heißt, ich glaube, letztes Mal bin ich stand geblieben mit der Definition mit der Notation, was Deep, Horizontal und Upward und so weiter ist. Genau, so. Und jetzt, jetzt machen wir erstmal den Beweis. Ich brauche noch ein Blatt Papier. So. Genau. Okay, so. Was passiert da, wenn ich den Algorithmus habe? So. Okay. Ja, also ich habe ja quasi nur, ich habe da diese aktiven Noten. Erstmal nach der, also ich schreibe mal auf, das Lemma, das ich zeigen will, ist einfach, dass dass der Algorithmus, also Algorithmus erhält Preflow und erzeugt erstmal keine Steep Edges. Und es gilt aber immer, dass das d von t gleich 0 ist und d von s, also das Niveau von der Senke gleich n ist während der Ausführung. Ja? Während der Ausführung. So. Okay. Das heißt, als Beweis, und dann schauen wir uns das erstmal an nach der Initialisierung, nach init, wobei die Initialisierung ja hier einfach nur diese drei Zeilen sind. Genau, so, da, genau, Steep Edges heißt, da haben wir jetzt quasi nur Edges, also alle Edges, die zwischen Knoten sind, die ungleich S, also wo quasi ein inzidenter Knoten nicht gleich S ist, ja, die sind auf dem gleichen Level, ja. Das heißt, jeder Knoten in GF, und wir schauen das quasi immer im Rechnetzwerk an, ja. Verbindet Knoten auf Level 0, ja, also außer, hier die,
Hier die Kante. So. Genau. Auf Level 0 oder so. Und jetzt haben wir quasi im Rechnetzwerk gibt es jetzt quasi nur dann sonst Knoten oder Kante von V nach S, ja. Und dieses dv ist ja gleich 0 und ds ist n, das heißt, das ist eine upward edge, ja, die zeigt nach oben. Das heißt, es gibt nur horizontal oder upward edges, das heißt, es gibt keine steep edges. Ja, so. Genau. Und jetzt schauen wir uns dann den Fall an. Ja, ich habe irgendwie einen aktiven Knoten und ich relabel. Ja, das heißt, ich erhöhe das dv, ja, so, und wenn mache ich das? Das macht man, wenn eine Edge eligible ist, ja, das habe ich letztes Mal, glaube auch schon gesagt, ja, eligible heißt aber einfach, dass mein Niveau von dem Knoten v größer ist als der Zielknoten w, ja, so, und ich führe das jetzt, dieses Relabel führe ich nur auf, wenn ich keinen Nachbar habe, der nach unten geht, ja, so. Das heißt, mein dv ist kleiner als alle dv, die drumherum gehen, ja. Und naja, das natürlich, das heißt, die können dann quasi höchstens, genau, also ja, können sich dann quasi, genau, das heißt Relabeling. Genau, so, heißt einfach für falls V relabeled wird, gilt für alle W, das ist dieses D von W, das natürlich größer ist als D von V, größer gleich. Für alle V in diesem Rechnetzwerk, ja, und das heißt nach Relabeling gilt dann aber, dass dieses D von W größer gleich ist als dieses D von V minus 1, ja, ich habe jetzt quasi da dv 1 hochzählen, dann kann ich hier 1 abziehen, ja, und das ist jetzt ja genau gleich, also das ist dann nicht, ja, das ist dann genau nicht, dass dw kleiner ist als dv minus 1, ja, was dann dieses steep ist. Ja, also das heißt, das ist quasi jetzt keine steep edge, die ich da hier, also ich kann keine steep edge erzeugen. So, genau, und das letzte ist dann ein Push. Also wenn ich, genau, das heißt, wenn ich hier einen Push mache, dann, ja, was kann da passieren? Da kann nur passieren, dass ich im Rechnetzwerk eine Rückwärtskante bilde, ja, und wenn ich eine Rückwärtskante bilde, dann, ich pushe dann nur irgendwo hin, wo das Niveau kleiner ist, das heißt, diese Kante, die da im Rechnetzwerk ist, hinzugefügt wird, die zeigt hoch, ja, so, und das heißt, dann ist das wieder keine Steep Edge, ja. Das ist quasi Horizontal Edge, ja. Also das heißt, nach Push über eine Kante E von V nach W, die da im Rechnetzwerk ist, erzeugt Rückwärtskante ERF von W nach V, so. Die dann da drin ist, ja, und da gilt, dass dieses D von W, das war kleiner als das D von V, das heißt keine Steep Edge. So. Genau. Das heißt, ich habe keine Kanten da drin, während im Algorithmus, die mehr als 2 oder mehr als 1 nach unten zeigen. Ja, also quasi, das,
wenn ich irgendwo push, dann heißt es immer, dass dieses Niveau von da wo ich hin push, 1 kleiner ist. Okay, so, und das, genau, die Eigenschaft, die nutzen wir jetzt aus, um die Korrektheit zu beweisen von Preflow Push. So, das heißt, wenn dieser Algorithmus jetzt terminiert, dann zeige ich jetzt, dass es erstmal ein Fluss ist. Ja? So. Und nachher zeigt mir dann auch, wie viele Schritte er braucht, um zu terminieren. Ja? So, das heißt, ein Lemma, das heißt, wenn generic push, preflow push, generic preflow push, das heißt, hier ist es erstmal quasi, warum heißt der generic, ja, ich kann hier diese Auswahl, wie ich jetzt so einen aktiven Knoten, wie ich den auswähle, der ist noch nicht spezifiziert, ja, darum heißt es erstmal generisch. Wenn er terminiert, ist dieser Fluss maximal. Ist F maximal und Fluss. So. Weil erstmal während der Ausführung ist es erstmal ein Preflow. Ja. Wenn ich da nach dem Init. So. Und das heißt, wenn der terminiert, dann muss der Gelder, ja, dann, das heißt, diese Weißschleife, gibt es also keinen Knoten mehr, der einen Access hat, der positiv ist. Ja? So, das heißt, Access von V ist gleich mit 0 für alle V-Element V außer S und T. So. Und ja, wenn das der Access-Wert überall 0 ist, dann ist dieser Fluss oder dieser Preflow ist dann auch ein Fluss, ja, weil das heißt, dann gilt die Flusserhaltung für jeden Knoten, ja. So, das heißt erstmal, das F ist Fluss. So. Genau. So, und jetzt müssen wir natürlich noch zeigen, dass dieser Fluss auch maximal ist, und das noch zu zeigen, F maximal. Und da brauchen wir jetzt die Beobachtung, die wir jetzt gerade gemacht haben. So. Und jetzt zeigen wir einfach, dass in dem rechten Netzwerk, dass es da keinen Erweiterungspfad gibt. Und wenn wir das zeigt haben, ja, dann ist der maximal. Ja, so. Also wie bei Ford Falkenstein auch. So, also dazu zeigen wir, es existiert kein Pfad von S nach T in diesem rechten Netzwerk GF. Und das war ja beim Preflow-Push, war dieses rechte Netzwerk natürlich genau gleich auch definiert wie vorher. Ja? So, weil unsere Distanzfunktion, ja, die ist bei S, ist die N, ja. Und bei der Senke ist die 0. Ja? So. Und genau. Und das heißt, dann, wenn das so ist, ja, dann müsste dieser Pfad P. Und wie lang kann der sein? Der ist höchstens. Die Länge höchstens. Höchstens N. Minus 1, ja, der müsste dann mindestens, also das heißt, das geht jetzt quasi immer runter, ja, das heißt, es geht, wie viele Werte runter, ja, das inklusive der 0 geht es n plus 1 Werte runter, ja, und der Pfad hat eine Länge, die höchstens n minus 1 ist, das sind diese Zwischenknoten, die es da gibt auf dem Pfad. Und das heißt, da muss mindestens einmal, muss zweimal runtergehen. Ja? So. Und das wird heißen, ja, dass ich da eine Steep Edge drin habe. Ja? Das heißt,
Genau, müsste mindestens eine, Steep Edge enthalten. So. Und das ist natürlich ein Widerspruch, ja, weil während der Ausführung erzeuge ich nie eine Steep Edge. Ja. So. Genau. Und genau. So. Und jetzt, genau, jetzt müssen wir uns nur noch um, jetzt, also wissen wir, wenn er terminiert, dann liefert er uns einen Fluss, der maximal ist, okay. Aber jetzt müssen wir uns noch um die Laufzeit kümmern. Das heißt, und um die, genau, und für die Laufzeit brauchen wir jetzt nochmal, jetzt schätzen wir quasi ab, wie oft, ja, kann ich hier so einen Push machen, wie oft mache ich ein Relabel, und diese Pushes, da gibt es zwei verschiedene Arten, ja, einmal ein Push, der saturierend ist, das heißt, das Delta, das ich drüber schicke, das ist genauso so groß wie die Restkapazität auf der Kante, ja. Und nicht saturierender Push, da bleibt Kapazität oder so ein Excess quasi übrig auf V. Genau, und das heißt, die Restkapazität auf der Kante ist der beschränkte Faktor. Ja, so. Und jetzt brauchen wir quasi erstmal da ein Lemma noch, das mir quasi sagt, dass wenn ich einen aktiven Knoten habe, also wenn da noch ein Knoten drin ist, der aktiv ist, das heißt, da ist der Excess größer als 0, heißt, da ist schon so ein Preflow drauf. Dann gibt es im Restnetzwerk einen Pfad zurück zur Quelle. Ja. So, das heißt, wenn V aktiv, dann existiert ein Pfad von V nach S in diesem Restnetzwerk. So, und wie beweist man das? Doch wieder ein Widerspruchsbeweis. Oder kein Widerspruchsbeweis, ich definiere mir jetzt eine Menge. Und das ist quasi die Menge. Ich fixiere mal jetzt den Knoten V. So, und definiere mir jetzt eine Menge von Knoten, die von V aus im Restnetzwerk erreichbar sind. Ja. So, das heißt, das sind quasi alle Knoten U, sodass es von V nach U gibt's einen Pfad in GF. So, und dann definiert man sich jetzt eine zweite Menge. Das ist T und das ist einfach V ohne mein S. Ja. So, und jetzt betrachten wir die Summe aller Excess-Werte, die da in S drin liegen. Ja. So. Und genau, und wenn ich jetzt die Summe aller Excess-Werte da betrachte, dann muss das größer gleich 0 sein. Ja. So. Und genau, und jetzt kann ich das noch anders schreiben, und zwar kann ich einfach mit Definition, also U ist Element S, und genau, was ist der Excess? Das ist quasi alles, was reinfließt, ja, das heißt, ich habe eine Kante VU, die da in E ist, und dann fließt es einfach rein, von V nach U. So, minus das, was rausfließt. Das heißt, ich habe V, Element E, genau, und dann F von U nach V. So, genau. Das heißt, das mache ich jetzt gleich, wie ich das, ich glaube, vor zwei Vorlesungen wieder gemacht habe. Es gibt jetzt quasi Kanten, die sind dann, also ich teile es wieder auf, dieses E, ja, das ist quasi, das sind quasi alle Kanten,
die jetzt entweder zwischen S verlaufen oder von S nach T oder von T nach S. Ja. So, und alle, die quasi zwischen S verlaufen, ja, die hebelt sich hier auf, ja. Also quasi, ja, weil die dann quasi doppelt vorkommt, einmal vorwärts, einmal rückwärts. Und das heißt, am Ende habe ich jetzt einfach quasi alles das habe ich quasi alle Kanten, die dann von S nach T laufen, ja, und alle Kanten, die von T nach S laufen. So. Genau, da müssen wir jetzt nur aufpassen, dass das alles stimmt. So, bin ich einmal von genau, U ist in so von U so. Das heißt, hier bin ich genau, ich da bin ich schon S. Das heißt andersrum. Von S nach T. Ja, also das U ist ein S und dann sehe ich alles ab, was nach T läuft. Und da ist es genau andersrum. Da ist es dann von T und U ist ja ein S, ja, dann ist es so. So. Okay. So, und der Rest fällt weg, ja, weil dann ist V dann in S und da auch und dann kürzt sich das raus. So. Genau. Und so, und jetzt genau, und jetzt beobachten wir noch das, was beobachte ich hier? Ich beobachte, dass ich bin irgendwie. Was habe ich da beobachtet? So, ich beobachte für E Element U. UV, das von E nach von T nach S geht. So, das heißt, was muss da gelten? Da gilt T nach S. Bin gerade verwirrt. So. Da gilt, dass f von e gleich 0 ist. Warum? Wenn ich von t nach s. Genau. Wenn ich von t nach s gehe, dann. Also wenn das quasi nicht 0 wäre, dann gibt's die Reverse-Kante in diesem Rechnetzwerk. So, E von S, also E-Ref, wäre dann in dem Rechnetzwerk. Und das heißt dann, dann würde ich quasi von S aus, ja, von dieser Menge, würde ich auch den anderen Noten erreichen, ja, und das heißt, dann wäre U auch Element S, ja, und das ist quasi ein Widerspruch, so, genau, so, richtig, so, und das heißt jetzt, dass dieses erste Ding hier, dann muss das gleich 0 sein, so, gut, und, ja, weil das jetzt gleich 0 ist, habe ich also nur noch diesen Fluss. Und der Fluss, ja, das ist quasi alles ist quasi negativ, um das quasi auszugleichen.
Also es gibt quasi nur einen Knoten, der hier negativen Outflow hat, und das heißt, das ist quasi das, ja, S ist quasi das einzigste, also mein Access über alle meine U's ist negativ, und jetzt, ja, und das heißt, das also alle Knoten, die ich hier habe, ja, ist dieser Access-Wert positiv. Das heißt, diese Wurzel, also die Quelle S, die ist, muss da drin liegen, ja, um diesen negativen Fluss oder negativen Access zu erzeugen. Ja. Sonst gibt es keine Möglichkeit, hier was zu kriegen, das negativ ist oder, sagen wir mal, nicht positiv. Das kann quasi alles Null sein. Aber das muss quasi echt positiv sein, diese Summe, ja, weil mein Access größer 0 ist. Ja. Das sind die ja bei reaktiven Knoten. So. Okay. Ja. So. Und das zeigt jetzt, dass wenn der Knoten aktiv ist, ja, dann muss ein Pfad geben, der nach S geht. Ja. Das heißt, ja, ganz, also intuitiv ist das so, dass, ja, wenn ich irgendwo einen Fluss hinschicke, dann muss im Restnetzwerk auch wieder ein Pfad geben, der kurz geht. Ja. Okay, das heißt, es ist formal irgendwie, das ist irgendwie vielleicht ein bisschen komplizierter, als man das irgendwie einfach intuitiv sich herleiten kann. Okay, so, gibt es da noch Fragen zu diesem? So, okay, das heißt, jetzt mit diesem Lemma, dass es da immer ein Ding gibt, dass es da immer ein Pfad zurück gibt im Rechnungswerk, können wir jetzt endlich mal was sagen über die Laufzeit, ja? So, und das ist das folgende Lemma. Das ist für alle V-Element V ist die Distanz von V, ja, kleiner als 2n. Ja, so. Warum? Naja, dann nehmen wir jetzt wieder diese Anna, oder ja, quasi schon zeigt, dass es diese Steep Edges nicht gibt. Ja, so. Und jetzt heißt, jetzt nehmen wir einfach an, das Gegenteil, ja, also es existiert ein V, ja, sodass diese Distanzfunktion und das Niveau höher ist als dieses 2n, ja, und das heißt 2n, und das V aktiv ist. So, das heißt jetzt, weil jetzt V aktiv ist, ja, mit letztem Lemma, gilt, so, es existiert ein Pfad von P, ein Pfad P von diesem Knoten nach S in diesem Restnetzwerk. Ja. So, und jetzt ist es wieder so, dass dieser Pfad, ja, das Niveau, ja, das ist ja jetzt 2n, und die von S ist dieses Niveau über n, und das heißt, dass es in diesem Pfad jetzt wieder eine Steep Edge geben wird. So, und das ist wieder ein Widerspruch. So. Genau, wenn dann wäre wieder das quasi wieder inklusive, dann ist das quasi n plus 1 Werte, und dieser Pfad kann höchstens n minus 1 Knoten da drin haben, und dann heißt es eine Steep Edge wäre da drin. So, genau. Und jetzt haben wir quasi was über ein Lemma über wie groß die Distanzen werden können, ja, und das sagt uns jetzt was aus, wie oft ich denn hier diesen Relay-Schritt ausführen kann. Ja. Okay, und das ist einfach, weil
ich habe Endnoten, ja, und ich kann die Endnoten höchstens 2n mal relabeln. Das heißt, da bin ich dann höchstens quadratisch. Ja? Also heißt es das Lemma. Es werden höchstens höchstens 2n Quadrat Relabels ausgeführt. Okay. Ja, Beweis ist einfach. D von V ist kleiner gleich 2n für alle V. Und das heißt 2V mal 2n Relabels. Also höchstens kleiner gleich. So, genau. Und das ist schon mal gut. Ja, das heißt, diese Relabels, die fallen jetzt quasi nicht sehr ins Gewicht, weil wir wollten eigentlich nur zeigen, dass man quasi weniger wie n Quadrat mal m hat. Ja? So, das heißt, jetzt gibt es, Relabels sind fertig, jetzt gibt es quasi nur noch andere Operationen und das sind dann quasi diese Push-Operationen. Ja? Die sind hier drin. Und da machen wir jetzt eine Fallunterscheidung. Wie viel Push da gibt. Da gibt es einmal gibt's die saturierende Pushes und die sind jetzt quasi auch einfach, weil was passiert da? Genau, da überlegen wir uns, was da passiert im Graph oder im Restnetzwerk. Genau, es werden höchstens, das ist jetzt das Lemma, es werden höchstens n mal m viele saturierende Pushes ausgeführt. So. Okay, genau. Wie Beweis. So, wenn ich einen saturierenden Push mache, ja, also ich habe hier ein V und ich habe da einen anderen Knoten W, ja, und der liegt jetzt quasi, also hier dieses Vertikale, ja, das ist quasi die Höhe. Das heißt, ich habe hier eine Kante, die nach unten zeigt, niveaumäßig, und dann füge ich da, dann, weil es saturierend ist, heißt, ich schicke da quasi alles drüber, was geht. Das heißt, die Kante, die verschwindet dann im Restnetzwerk. Und genau, und dann ist die Frage quasi, wann kann dann wieder die Kante auftauchen als Rückwärtskante, ja, und dazu muss ich ja diesen anderen Knoten W muss ich quasi mindestens zweimal anheben, ja, also lift by two. So, genau, das heißt, und das ist natürlich auch beschränkt, ja, das Niveau von diesem W kann höchstens 2n erreichen, ja, und somit kann ich jetzt für jede Kante, ja, kann ich das sogar argumentieren. Das heißt, dann komme ich auf das Ergebnis. Ja. Also saturierende, ich schreibe das nochmal auf. Saturierende Push. Von V nach W. Wo dieses Ding im Restnetzwerk ist. Löscht E aus GF. So. Und genau. Nur ein Push auf der Rückwärtskante. Also von W nach U. Fügt E wieder ein. So. Und dann, genau, dafür muss dann W zweimal gepusht worden. So. Und das heißt, genau, das maximale Level ist kleiner gleich als 2n für jeden Ding, für jeden Knoten. Und dann folgt dann, dass das dann kleiner als n mal m Pushes, n mal m saturierende Pushes sind. Okay. Ja.
Genau. Das heißt, jetzt haben wir quasi alles behandelt, was hier saturiert pusht, und jetzt kommt noch das Nicht-Saturierende. Und das Nicht-Saturierende, da müssen wir das amortisiert machen. Da gibt es jetzt eine Potentialfunktion, die am Anfang 0 ist und am Ende 0 ist. So, das heißt, und da genau, betrachten wir, wie sich die verändert mit den Operationen. So, es waren höchstens O von n Quadrat mal m viele nicht saturierende Push-ins gemacht. Push-ins ausgeführt. Okay, so. Beweis. Genau, jetzt machen wir uns eine Potentialfunktion. Die, und die ist folgendermaßen definiert. Ich mache die Summe über alle Knoten, die aktiv sind. Ja, mit V aktiv. So. Und da rein, die Summe mache ich dann über das Level von diesem aktiven Knoten. So. Okay. Und diese Summe, die ist immer größer gleich 0. Ja, das wissen wir sicherlich, weil dieses Level auch immer größer ist als jedes einzelne Level größer ist als 0. Ja. Und am Ende sind keine Knoten mehr aktiv, dann ist es genau gleich 0. Ja, dann ist das ja quasi die leere Summe. Okay. Genau, das heißt, wir wissen, dass dieses Phi gleich 0 initial und am Ende. So. Okay, also quasi initial heißt noch vor diesem Init, weil wenn ich dieses Init mache, dann habe ich ja aktive Knoten, und das heißt, dass dann, nee, genau, das stimmt, initial stimmt es auch, weil diese alle Levels sind gleich 0, heißt, ich habe zwar aktive Knoten, aber da ist das Level gleich 0. Okay, so, und jetzt betrachten wir uns quasi, was da jetzt im Algorithmus passiert, und wie sich dann diese Potentialfunktion verändert. Ja? So, das heißt, machen wir hier Operation. Einmal Relabel. So, und dann schauen wir uns, wie sich dieses Delta, diese Potentialfunktion verändert, wenn ich ein Relabel mache. Okay, wenn ich ein Relabel mache, dann erhöhe ich einmal dieses DV und der Knoten, den ich da erhöhe, der ist auch aktiv, ja, weil sonst wird man das nicht machen. Hier steht dran, das machen wir nur mit aktiven Knoten, macht man ein Relabel. Das heißt, im Relabel ändert sich die Potentialfunktion um 1, ja, geht die 1 hoch. Okay, und jetzt quasi wie oft passiert das? Höchstens? Naja, diese Anzahl Relabel-Operation, die haben wir jetzt vorher schon abgeschätzt, ja. Und zwar war das quasi insgesamt, wie oft ich quasi das maximale Level mal Knoten, das heißt, das sind 2n Quadrat, das haben wir gerade gesehen. Okay. Das heißt quasi, der Total Effect auf dieses ganze Ding sind also höchstens 2n Quadrat viel. Okay. So, jetzt gibt es als nächstes den saturierenden Push. So, beim saturierenden Push, genau, was passiert da? Das heißt, ich habe einen Knoten vom Knoten VW, wird der Fluss weitergeschickt, und saturierend heißt, dass dieser, ja, das heißt, saturierend heißt, wenn diese Kante, genau, quasi dieses Delta gleich ist mit der Kante, das heißt, dieser Knoten, von dem ich push, V, der ist aktiv, und der kann jetzt
der kann aktiv bleiben, ja. Und dieser Knoten, auf den ich das push, ja, das ist ein Level drunter. Und der kann aktiv werden. Ja, das heißt, das kann sich maximal erhöhen um 2N. Ja, weil das, weil er wird dann aktiv und dann erhöht sich hier, also wenn ich auf dem Knoten von V nach W push, dann bleibt, kann V aktiv, also ja, V kann aktiv bleiben, kann sich quasi auch deaktivieren. Aber das Maximale, was ich kriege, kann ein zusätzliche Potentialfunktion hier, dieses Delta, das ist, wenn das V aktiv bleibt und W zusätzlich aktiv wird, ja, und das maximale, die maximale Höhe, die ich da erreichen kann, ja, eigentlich ist die 2n minus 1 oder minus 2, aber ich kann das nach oben abschätzen, pro Operation kleiner als 2n, ja, das ist das Maximum, was man da rausholen kann, für einen positiven Effekt, ja, oder eine Erhöhung in dieser Potentialfunktion. Ja. So, und wie oft kann das passieren? Ja, das haben wir jetzt quasi auch gerade eben haben wir das quasi auch betrachtet, ja, und das ist genau n mal m mal kann das passieren, diese saturierende Pushes. So, und dann haben wir quasi Gesamtkomplexität hier von totaler Total Effekt kleiner gleich als 2n Quadrat mal m. So. Und dieser nicht saturierende Push. Der Push. Genau, was macht der nicht saturierende Push? Das heißt, ich bin irgendwo hier V und dann habe ich irgendwo W, das liegt drunter. Und ich schicke da jetzt einen Fluss drüber, der ist nicht saturierend. Das heißt, wenn er nicht saturierend ist, dann wird dieses V wird deaktiviert. Ja? So. Und dieses, also D von V ziehe ich ab. Und dafür wird jetzt W aktiv. Vielleicht war das schon aktiv, ja, aber das, wenn es nicht aktiv war, dann kann das höchstens, kann sich das jetzt um dw, kann ich höchstens dw dazuzählen. Ja, so. Das heißt, insgesamt, was ich da kriege, ist kleiner als dieses dv war ja größer als dw. Das heißt, es ist kleiner gleich als minus 1, was ich da an Effekt kriege. Ja. Also das ist quasi kleiner gleich als minus 1. So, genau. Und jetzt, genau, was man quasi abschätzen ist, quasi, was ist die maximale Anzahl an nicht saturierenden Pushes, die ich kriegen kann. Ja? So, jetzt in unserer Funktion kann ich quasi höchstens 2n Quadrat mal m, also O von n Quadrat mal m, viel dazu zählen, ja. Und ich ziehe das ja quasi, genau, und ich am Anfang bin ich 0, ja, dann zähle ich quasi das, was ich maximal habe, dazu, ja, und am Ende bin ich wieder bei 0, das heißt, diese nicht saturierenden Pushes, im schlechtesten Fall mache die quasi immer nur 1 weg, ja, das maximiert die Anzahl von nicht saturierenden Pushes da drin, ja. Das, genau, und das heißt ja gerade, dass die Anzahl an nicht saturierenden Pushes genau dieses n, O von n Quadrat mal m sind. Ja? Um da wieder diese Potentialfunktion wieder auf 0 zu kriegen. Ja? So. Das heißt, da habe ich quasi dann ja dieses n Quadrat mal m viele nicht saturierende Pushes. So, genau, so, und sind wir quasi fast, ja, also das heißt, habe ich n mal m viele
saturierende Pushes, höchstens n Quadrat mal m viele nicht saturierende Pushes, höchstens 2 n Quadrat viele Relabels. Das heißt, wir sind mit der Analyse fast fertig. Jetzt im Algorithmus selbst, was es jetzt hier aber noch gibt, ist quasi diese Kantenauswahl, ja. Das heißt, diese aktive Knoten, okay, die kann man jetzt auch irgendwie verwalten. Da könnte man eine Queue nehmen für diese, oder ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Das hat auch einen Effekt auf die Laufzeit vom Algorithmus. Aber jetzt gibt es hier noch diese Schleife und die sagt quasi, okay, ich muss jetzt für jeden Knoten V verwalte ich diese ausgehenden Kanten. Ja, und ich will quasi immer da diese eligible Kanten will ich da kriegen. Ja. So. Und genau, das heißt, wenn ich jetzt das quasi so mache, dass ich jedes Mal suche, dann kriege ich da so einen Faktor rein, der abhängig ist von der Anzahl Knoten, ja, die kann ja bis zu n sein, und darum muss man jetzt quasi hier nur aufpassen in dem ganzen Algorithmus. Und was man da macht, ist einfach, da setzt man einen Pointer auf die erste. Setzt man hier einen Pointer. Genau, setzt man hier einen Pointer also quasi teilt man diese Kanten ein in Kanten, die eligible sind und die nicht eligible sind. Und genau, jetzt kann man sich überlegen, dass nur, wenn man da dieses Relabel ausführt, dann ändert sich ja das Niveau. Ja? Und nur in dem Schritt wird Kanten eligible oder nicht. Ja? Wenn man diese Rückwärtskanten da einführt, wenn man so einen Push macht und dann führt man eine Rückwärtskante ein, dann sind die erstmal nie eligible. Ja? Weil das Niveau, weil das sind quasi immer so Upward-Kanten, wo das dann nicht geht. Ja? So. Und das heißt, weil es nur in diesem Relabel-Schritt auftaucht, ja, kann ich da das einmal orten und genau, einmal orten um den Knoten rum und da den Pointer zur ersten Eligible und kommen quasi alle anderen Eligible-Kanten erhalten. Und jedes Mal, wenn ich dann einen Push mache, ja, gehe ich einfach zur nächsten, dann wird die Kante nicht mehr eligible, ja, und ich gehe zur nächsten eligible Kante. Das mache ich quasi immer so lange, bis der Knoten nicht mehr aktiv ist. So. Und das heißt, die Gesamtkosten für das ganze Ding sind dann die Anzahl an Relabels, die ich machen kann, und es sind 2n pro Knoten mal den Ausgangsgrad. Ja. Und das sind dann, ja, wenn ich quasi alle Ausgangsgrade zusammenzähle, ja, sind es m, und dann heißt es, dass die Summe 4n mal m ist. Ja? So, und jetzt, jetzt quasi haben wir mit all diesen Lemmas und Sätzen, ja, haben wir quasi jetzt den Algorithmus so analysiert, dass man sagen können, ja, Satz 11, arbitrary, das heißt, diese Auswahl, welchen aktiven Knoten ich nehme, ist jetzt quasi noch beliebig, ja, finde ich jetzt einen Fluss in n Quadrat mal m, ja. So, also Lemma 3, das war das, dass man hier diese partielle Correctness ist, das heißt, wenn der terminiert, dann ist es ein Fluss und der ist maximal. Die Initialisierung vom ganzen Algorithmus, das ist O von n plus m, diesen Schritt, wenn ich quasi zu jede Kante da, die inzident ist zu der Quelle, diesen Fluss durchschickt, der die Kapazität der Kante ausfüllt. Genau, jetzt diese aktive Knoten, die kann ich jetzt in eine FIFO-Queue oder einen Stack reinschieben und die bearbeiten. Ja. Genau, dann diese,
diese, wenn ich da einen Push mache, ja, muss ich aber einen Pointer auf die mögliche Reverse-Kante, die ich da einführe, halten. Ja, dann, genau, dann haben wir irgendwie diese zwei N-Quadrat-Relabel-Operationen, N mal M, diese saturierende Pushes, N-Quadrat-M, und das ist quasi jetzt die begrenzende Faktor, das sind die nicht saturierende Pushes, und dann nochmal dieses N mal M Suchzeit für diese eligible Kanten. Ja? So, und dann haben wir quasi total N Quadrat mal M. Was Goldberg gezeigt hat, wenn man eine FIFOQ nimmt, um die aktiven Knoten zu verwalten, dann kriegt man N hoch 3. Das machen wir aber nicht. Stattdessen gibt es jetzt eine Auswahl, die nimmt immer als aktiven Knoten den, der das maximale Level hat, und dann kommt man auf N Quadrat mal Wurzel M. Ja? Und das machen wir dann morgen, wie das funktioniert. Und genau, und dann gibt es noch drei verschiedene Heuristiken, die man quasi anwenden kann, um den Relabeling-Step da noch schneller machen, schneller zu machen können in der Praxis. Genau, das heißt, jetzt haben wir hier in der Vorlesung erstmal bewiesen, dass der Preflow-Push-Algorithmus mindestens so schnell ist wie unser DNIT-Algorithmus. Und nächsten Termin, genau, machen wir das dann noch besser und machen dieses M zum Wurzel M. Dankeschön.